Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Folge 2. Besessen. New York, 3 Jahre zuvor. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen, der wärmt dich auf. Okay, jetzt sind wir hier also 3 Jahre zuvor in dem Zuhause von Alan Wake und seiner Frau Alice. Wir sehen schon, draußen tobt ein Schneesturm. Wir schauen uns erstmal ein bisschen in der Bude um, wie der gute Alan so wohnt und lebt. Ist doch ganz schön eigentlich. Da haben wir schon wieder so einen Code. Ich werde das gleiche machen, wie ich in dem letzten Part gemacht habe. Ich werde versuchen, den Link einzublenden oder mal gucken, was dabei rauskommt. Was haben wir hier? Manuskripte. F5. The Sudden Stop. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Folge 2 besessen? Ich weiß jetzt gleich gerade gar nicht, welche Manuskriptseiten wir hier finden. Die kenne ich aus der Xbox-Version gar nicht. Könnte aber sein, dass die von dem zweiten DLC sind, weil die sind nämlich in der PC-Version beide gleich mit dabei. Also die beiden Episoden, die nach dem Hauptspiel erschienen sind, sind hier gleich mit dabei. Und wir lesen uns jetzt erstmal die zweite Manuskriptseite durch. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Der letzte Satz erinnert uns doch irgendwie an die Situation, in der wir uns gerade befinden. Wir sind jetzt irgendwie zu Hause. Wie wir hier hingekommen sind, ist auch nicht ganz klar. Alan Wake, Return to Sender. Alan Wake, What I Can't Forget. Alex Cassay, the Things That I Want. The Fall of Cassay. Ah, okay, das sind die Romane von Alan Wake. Moment mal, sind das nicht die zwei Waffen von Hitman? Ist das eine kleine Anspielung auf Hitman? Die Balla 2000 oder 5000, wie sie heißen? Was haben wir hier noch? The Sudden Stop von Alan Wake. Sein nächstes Projekt. Können wir hier rein? Ja. Hier geht's zum Schlafzimmer. Was haben wir im Radio? Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Der Schneesturm, der draußen tobt. Bett ist nicht gemacht. Wir können auch in den Schrank gehen, aber hier ist nichts drin. Klo, was haben wir da? Ach ja,
Bisschen leer hier, aber sonst ist das doch schön. Sind das Painkiller von Hitman? Ich weiß gar nicht. Ist Hitman auch von Remedy? Ich muss mich da nochmal informieren. Könnte sein. Dann sind hier kleine Anspielungen auf die weiteren Titel von Remedy zu finden. Hier ist Alice, hey, unsere Liebling. Frau. Das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Ah, wir gehen ja gleich schon. Oh, Fotos von uns. Das sieht aus wie Realfotos, die hier reingeschnitten wurden. Und die gute Alice kümmert sich hier ums Layout unserer Bücher. Ist das die Dunkelkammer? Vielleicht. Das Wohnzimmer. Oh, wir haben eine Lieferung bekommen. Ein Fernseher. Der hier wahrscheinlich Platz finden soll. Eine schöne Wohnung. Ich ziehe auch bald um. Ah, hier würde ich einziehen. Und raus wollen wir nicht. Nein, wir wollen nicht zu diesem Schneesturm. Oh, die Küche. Ja, hier müssen wir natürlich rein. Wir wollen ja Kaffee aufsetzen. Okay, dann machen wir das auch direkt mal. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Und ich weiß jetzt auch, warum hier Fraps die ganze Zeit nur 25 Frames pro Sekunde anzeigt. Ist natürlich von der Xbox-Version adaptiert. 25 Frames pro Sekunde ist PAL-Standard. Und wir spielen hier ja auch schließlich die, sozusagen die PAL-Version in Deutsch. Ich habe gerade die Cover-Entwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Die beiden mögen sich. Okay, dann schauen wir mal auf unseren Schreibtisch. Die Coverentwürfe. Die sehen super aus. Oh, klar. Bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Oh, oh. Alan? Alan, bin schon da, bin schon da, bin schon da, bin schon da. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ich bin hier, Süße. Ich bin okay, mach nur das Licht wieder an. Wir erinnern uns. Sie hat Angst im Dunkeln. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus. Die Arme. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Oh. Bright Falls, heute. Hm. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Oh Mann. Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Hm, sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht Ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie Ihre Frau schnell finden wird.
Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Okay, der Arzt hat uns jetzt gerade untersucht. Wir haben vorgegeben, uns geht's gut. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wake? Na, ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Der Arzt, der gleichzeitig Angler ist. Okay, wir haben vorgegeben, uns geht's gut, damit wir Alice retten können. Sonst würde er uns hier wegschaffen und niemand würde uns das wahrscheinlich glauben, denn wir haben gesehen, die Hütte auf dem See ist weg. Wir müssen dieses Geheimnis jetzt erstmal lüften. Okay, hier sind wir im Sheriff-Büro. Diese Lady kennen wir doch. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein, Deputy Grant. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. Mr. Wake, ja. Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Am Ende des Flurs? Ich schaue mich aber erstmal hier um. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Eine interessante Geschichte und die Frau scheint mehr über die Schatten zu wissen als hier so manch anderer. Sie ist immer darauf bedacht, Licht zu machen und auf funktionierende Lampen achtet sie auch. Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, hier Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Tja, den Stucky werden sie wohl nicht finden. Eine Manuskriptseite. Sehr schön. Was haben wir da? Alice sieht einen Schatten. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Oh Mann, da hat's ihn schon gesehen. Den Schatten, das Böse. Erwartet Sie in Ihrem Büro, Mr. Wake. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Was haben wir hier? Wer ist vermisst? Ist das der Hund? Ich weiß nicht, das könnte auch ein Lama sein, so wie es da aussieht. Oder eine Katze. Vermisst Richard Borg, Bruce Dansky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt, Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte unter 555-9932. Vielen Dank. Sind das Entwickler von Remedy? Könnte sein. Was haben wir hier? Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmarke, gewinnt gern Wettbewerbe. Das sind ungewöhnlich hoch aufgelöste Texturen hier. Wenn wir uns das daneben angucken, das könnten wirklich Entwickler sein. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Unser Handy. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake?
Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen.